Oh, Anrufer! Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Lena Meyer, mein Name von der Medien Online. Ich hätte gerne Herr Roland Lederer gesprochen, bitte. Er ist am Telefon, wie kann ich Ihnen helfen? Schön, dass ich Sie persönlich erreicht habe. Ja. Es geht um das kostenlose Preisausschreiben von dem DWR-Pfleggesetz. Diesbezüglich habe ich eine tolle Nachricht für Sie. Worum geht Was es? Sie Ich haben habe es Sie, gesch Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Was, worum geht es? Sie haben sich von Nivea Pflegeset Gewinnspiel registriert. Ach, Wissen Sie das noch? Nivea, ja, Nivea ist das, esse ich jeden Tag, Genau. genau. Diesbezüglich habe ich eine tolle Nachricht für Sie, weil Sie haben Ja. es geschafft, von über 70.000 Teilnehmern unter den letzten 20 ins Finale anzukommen. Sagen Denn wir haben Sie. 20 Preise und 20 Finalisten. Das bedeutet für Sie, dass Sie zu 100% gewonnen haben. Herzlichen Habe ich Glückwunsch. Sie gerade richtig verstanden? Ich habe was gewonnen. Hallo? Herr Lederer, ich versuche es am Montag nochmal bei Ihnen. Alles klar? Nein, Wir haben heute ein bisschen Telekom im Haus. ich habe doch nur gefragt, ob ich Sie richtig verstanden habe. Es ist doch alles in Ordnung. Ich glaube, Sie sind nicht gerade bei sich. Kann es sein? Haben Sie was getrunken? Mir geht es bestens. Ihnen auch? Ja, mir geht's auch gut. Das ist so super. So, super, gell? Ich bin hier nur für die Preisvermittlung und Datenschutz zuständig. Ich Ja. gehe ganz kurz die Preise durch, weil bei den ersten zwei Hauptplätzen dürfen Sie sich entscheiden, ob Sie den Sachpreis möchten oder den Gegenwert. Platz 1 wäre Geländewagen, Jaguar oder 80.000 Euro in bar. Was hätten Sie denn gerne? Ich nehme das Geld, da kann ich mehr mit anfangen. Super, Platz 2 wäre Mercedes C-Klasse, Cabrio oder 60.000? Geld, immer das Geld, wenn das geht. Super, Platz 3 wäre Traumreise auf die Malediven für zwei Personen. Platz 4 wäre 4.000 Euro im Bar. Platz 5 wäre ein Gasgrill. Platz 6 bis 20 sind verschiedene Wertgutscheine. Alle im Wert von 1.000 Euro. Ja, was war das für eine Was? Reise? Wohin gehen Sie? Wie bitte? Wohin gehen Sie Reise? Das habe ich nicht ganz verstanden. Sie haben 1.000 Euro Wertgutschein Ja, gewonnen, Herr das Lederer. habe ich verstanden, aber da ist so auch eine Reise dabei und ich wollte wissen, wo die Reise hingeht. Nach Malediven. Wo ist das denn? Wo Malediven ist. Ja. Ich bin nicht so gut in Geokunde. Herr Lederer, Ja. das heißt, Sie haben eine 25-prozentige Chance auf eines der fünf Hauptpreise. Ach so. Aber sollte es trotzdem nicht klappen, gibt es zu 100% eines dieser 1.000 Euro Gutscheine, das Sie dann garantiert. Das ist super. In Vielen Dank. Vielen Dank. 10 Tagen erhalten Sie ein Schreiben, in dem auch ein Internetlink und Passwort vorhanden ist, Ja. womit Sie die Finanzen auf unserer Webseite mitverfolgen können. Sie sind wohnhaft in Hebertstraße 103 in Hamburg, ist das richtig? Reeperbahn, das ist die Reeperbahn. Ja. Ja. Und geboren sind Sie am 1.11.63, ist das auch richtig? Das ist einfach so. Super. Und die Bedingung war ja auch, falls Sie einen garantierten Gewinn von 1.000 Euro erzielen, was ja auch bei Ihnen der Fall ist, Ja. dass Sie dann auch von unseren Sponsoren eine Zeitschrift für 12 Monate erhalten, Auch die Sie noch. nur zweimal im ganzen Jahr zahlen, damit Ihr Gewinn auch steuerfrei bleibt. Sie wollen Vermerkung digital? Soll es dabei bleiben oder soll ich was anderes nachschauen? Was ist das denn? Ich kenne das nicht. Das ist ein Fernsehzeitschrift, Herr Lederer. Also Soll es dabei? ich schau kein Wie bitte? Fernsehen. Ich schau kein Fernsehen. Herr Lederer, die Preise, die ich aufgezählt habe, kommen ja nicht von Himmel runtergefallen. Die werden von den deutschen Verlagshäusern finanziert Ja. und die wiederum machen dadurch etwas Werbung. Sie bekommen ihr Gewinn dadurch steuerfrei und ich denke mal, das ist vollkommen okay. Sie bekommen die Zeitschrift nicht, weil Sie die Möglichkeit haben zu gewinnen. Sie erhalten die Zeitschrift, weil Sie schon bereits gewonnen haben. Ja, es ist ja in Ordnung, aber ich gucke ja kein Fernsehen. Haben Sie nicht was anderes für mich?
Dann hätte ich Computer, Wissenschaft, Auto, Motor, Frauen, Lifestyle, Yellow Presse, Fernseh oder Finanzen. Ja, jetzt haben Sie was mit Motorrädern. Mit Motorrädern. Ich hätte da Motorsport aktuell, wäre das was für Sie? Hier ist auch Motorräder drin. Ja, da sind auch Motorräder drin. Sack und Sack, das klingt gut. Ich gucke kein Fernsehen, aber ich mag Motorräder. Ist So, das in Ordnung? Ist das für Sie diese auch in Ordnung? Lesefreude kostet Sie noch zweimal im ganzen Jahr 61,25 €. Aber das Zehnfünftelfach haben Sie jetzt schon durch die 1000 Euro gewonnen. Zusätzlich erhalten Sie einen 100 € Reisegutschein von der Motorsport aktuell geschenkt. Der ist 3 Jahre gültig und auch übertragbar. Sie erhalten gleich einen zweiten Anruf von unserer Postabteilung. Da wird Ja. Ihre Anschrift und Geburtsdatum noch einmal abgeglichen. Und ihr Gewinn im Wert von 1000 Euro wird Ihnen nochmal. Dafür die Motorsport aktuell nur zweimal im Jahr abgebucht wird, weil ihr Gewinn dadurch steuerfrei bleibt, wird auch nochmal kurz erwähnt. Für die Bargeldgewinne und die halbjährliche Abbuchung wollte ich noch die Bank gleich sagen. Wo jetzt war eben noch mal Reisegutschein, kriege ich auch noch mal, ja? Ja, Ist ja auch für 1000 Euro Wertgutschein haben Sie bereits gewonnen, Herr Lederer. Ja, ist das auch für Moldawien? Wie bitte? Ist das auch für Moldawien, das Land? Ja, das Aua. ist ein Wertgutschein von 1000 Euro, Herr Lederer. Ja, Im aber schlimmsten Fall von einem Mediamarkt. Dann können Sie zum Mediamarkt gehen und für 1000 Euro einkaufen. Ja, aber Sie wollten mir noch sagen, wo Moldawien denn ist. Ist das da bei Russland, irgendwo die Ecke? Ja, das ist in Russland. Ach so, okay. Ja, aber es ist gut, dann wollte ich schon immer mal hin. Also einmal bitte die IBAN, die fängt mit einer DE an, Herr Lederer. Wie bitte? Was soll ich machen? Einmal bitte die IBAN durchgeben, damit ich sie weiterleiten kann an unsere Postabteilung. Ach so, ja, einen Moment bitte. Muss ich kurz holen, ja? Einen Moment, ja? Ich komme gleich Ja, wieder. ich kann warten. Super, bis gleich. Hallo? Ja, bin noch dran, also die Sind Sie noch da? E. Ja, ich bin noch da. Ja, es Also, ja, einmal die IBAN bitte, die E. ADE 88 Ja. 51 Ja. 63 Ja. 9967 Ja. 537 537, ja. Ja, 884 Ja. 5887. Ja, es ist einfach so. Ich freue mich schon auf Moldawien. Herr Lederer, da haben wir einen Zahlendreher drin. Können Sie es nochmal sagen? Also DE? Ja, 88. Ja, 51. Ja, 6399. Ja. 67 Ja. 537 Ja. 8845 Ja. 887 Herr Lederer, können Sie einen Moment kurz warten, bitte? Ja, sicher. Ich werde. Ich habe Zeit. Hallo? Hallo? Ja, großem Apparat, ich bin der Abteilungsleiter. Ja, So, guten Herr Tag. Lederer, herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrem Gewinn, ja. Ja, vielen So, Dank. allerdings möchte ich Sie darauf hinweisen, dass sollten Sie Bargeld gewinnen, haften wir nicht dafür, wenn es aufs falsche Konto geht. Ja? Wenn Sie Die was IBAN. passiert, ich habe doch eine Reise gewonnen.
Nein, nicht Reise. 1000 Euro Wertgutschein haben sie gewonnen. Die Kollegin sagte was von Moldawien, so bei Russland da, das, dieses Land da. Nein, Malediven, das ist der dritte Platz, ja? Ach so, ja, sag so, ich so. Jetzt einmal die IBAN-Nummer bitte einmal. Ja, ich habe gerade schon gesehen, ich habe die Karte ist abgelaufen letztes Jahr. Ich habe die neue hier noch liegen gehabt. Ja? Ja, wie lautet die denn? Ja, das ist jetzt DE. Ja. 82. 82, ja. 31. 09. Ja. 100. Ja. 840. Ja. 393. Ja. 451. Ja. 53. So, ich wiederhole mal, vergleichen wir bitte. DE82. Ja. Ich kann mal einen Schluck trinken, Moment. Das heißt, es ist alles in Ordnung. Ich wiederhole mal, vergleichen wir bitte. DE82. Kann sie ganz schlecht verstehen. Was ist da los? Vergleichen wir mal bitte die IBAN-Nummer. DE82. Können Sie vielleicht mal, ich möchte ja nicht unfreundlich sein, aber können Sie mal die Musik im Hintergrund vielleicht ausmachen? Die Musik im Hintergrund, meinen Sie? Ja, ich höre die Radio. Einen Moment bitte. Ist jetzt besser? Überhaupt nicht. Aber ich nehme mal an, dass jetzt besser ist. Jetzt sind Sie sehr leise. Bitte? Hallo? Ja? Sie sind sehr leise geworden. Aber verstehen tun Sie mich doch, oder? Es ist sehr leise. Es ist schlecht, wie es für... Wenn Sie ein bisschen lauter machen. Ja, die IBAN-Nummer. Würden Sie bitte wiederholen? Können Sie ein bisschen lauter machen, bitte? So, jetzt besser? Wunderbar, stark. Vielen Dank, Bruder. Ja, Sie die wollten IBAN-Nummer, das... bitte nochmal. Schon wieder, wie oft denn noch? Noch ein letztes Mal. Sag mal stark. DE8231. Also, das ist alles so verschwommen. 091. 0084. 0393 45153. Also Sie haben da, glaube ich, einen über den Durst getrunken, kann das sein? Wie bitte? Sie sind so ein bisschen luschenhaft sprechen. Sie haben da Medikamente zu sich genommen oder irgendwas anderes? Also ich wohne auf der Reeperbahn, Junge. Oh, das ist natürlich, ja, das Hamburg, ist immer so. Das ist immer so. Bist du schon mal auf der Reeperbahn gewesen? Ja, war ich schon mal. Und war gute Nacht gewesen, oder? Wunderbar, einsam. Sauber. So, aber eine Frage hätte ich noch. Ist das, welche Bank ist es denn, mit der zusammenarbeiten? Das ist Sparkasse. Hamburg? Das ist einfach so. Sparkasse Hamburg? Das ist einfach so. Ja, ist die. Jedenfalls vermerke ich mir das so und wünsche noch einen schönen Tag, ja? Ja, und jetzt wollte der andere dann nochmal anrufen, richtig? Das haben die Dreckschweine aufgelegt. Aber immerhin wird die Zeit verschwendet. Das ist übrigens, wenn ich jetzt mal kurz einhaken darf, damit ihr das besser versteht. Der illegale Werbeanruf folgend auf das Nivea-Testpaket. Hier haben sie es jetzt als Nivea-Gewinnspiel deklariert, aber vermeintlich trägt man sich ein, um Tester bei der Firma Nivea zu werden. Und solche Anrufe kommen dabei heraus, wenn Menschen sich im Internet dazu verleiten lassen zu glauben, dass die irgendwelche Engelchen rumlaufen und Geschenke verteilen. Das ist das Geschenk, das ihr bekommt. Aufpassen!